Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Serie von mir. Es geht dieses Mal um C und danach um C++. Aber das dauert noch ein bisschen. Okay, ja, warum C? Erstens mal, ihr habt gewotet. Die Abstimmung war relativ knapp. Go war ziemlich nah danach, aber C hat gewonnen. Und das zweite, C ist natürlich, oder C++, ist natürlich immer noch extrem wichtig, denn es ist extrem schnell. Also deswegen wird es auch für Spiele oder irgendwelche wichtigen Sachen, die richtig schnell laufen müssen, werden meistens eigentlich in C oder C++ geschrieben. Und es ist immer noch in sehr, sehr vielen Projekten verbreitet. Deswegen wird es sich auch wahrscheinlich nicht so schnell vom Markt drängen lassen. Und deswegen ist es immer noch sehr, sehr wichtig, dass ihr C bzw. C++ könnt. Zum Beispiel, wenn ihr mit Unreal ein Spiel entwickeln wollt, mit der Unreal Engine, dann solltet ihr C++ können. Und ja, deswegen brauchen wir dringend danach noch irgendwie weitere Kenntnisse. Und ja, wir machen deswegen C. Okay, was ihr unter Linux braucht, ist ganz einfach, nämlich gar nichts. Unter Mac würde ich euch einfach empfehlen, Xcode zu benutzen, was ihr wahrscheinlich schon kennt. Unter Windows ist die Sache wieder mal ein bisschen komplizierter. Dazu geht ihr auf mingw.org und hier dann unter Downloads. Okay, dann kommt ihr auf so ein komisches Fenster. Ich hoffe, ihr habt es gerade noch gesehen mit den Downloads. So, und jetzt sehen wir hier den Installer. Den wollen wir runterladen. Einfach der Installation folgen. Achtet darauf, dass ihr wirklich alles installiert. Und jetzt müsst ihr mir gut zuhören, weil ich hier unter Linux bin, kann ich euch leider gerade nicht vormachen. Und ich möchte auch unter Linux programmieren, weil das einfach viel bequemer ist. Also müsst ihr mir jetzt kurz zuhören, wie ihr das Ganze macht. Jetzt müsst ihr den Pfad eintragen in die Systemvariablen. Dazu geht ihr erstmal auf Start, dann Systemsteuerung. Dann wählt ihr dort System aus, erweiterte Systemeinstellungen und dann gibt es da Umgebungsvariablen. Und dort findet ihr unter den Systemvariablen den Pfad oder auch Path genannt, je nachdem, welche Sprache ihr habt. Und da macht ihr einen Doppelklick drauf, beziehungsweise geht auf Bearbeiten. So, und ans Ende fügt ihr ganz einfach etwas an. Und zwar braucht ihr da, Achtung, ich tippe es hier oben in den Browser ein, den Installationspfad, wo ihr gerade mingw hin installiert habt. Das wäre normalerweise c:// und dann mingw. Normalerweise, wie gesagt, wenn ihr es geändert habt, dann müsst ihr ein bisschen anpassen. Und dann nochmal so ein Backslash. Und dann hinten dran noch bin. So, und also das fügt ihr ganz hinten einfach an und trennt das Ganze mit einem Semikolon ab. Also im Prinzip hängt ihr das einfach so eins zu eins hinten dran, Semikolon und dann euren Pfad. Okay, wie gesagt, unter Linux braucht ihr überhaupt nichts machen. Da seid ihr schon fertig. So, und wenn ihr da jetzt einfach alles gemacht habt, klickt ihr OK und Amen. Und dann brauchen wir sonst eigentlich gar nichts mehr. Ihr könnt den Rest komplett mit einem Texteditor machen. Okay, was wir aber normalerweise immer haben, ist ein Ordner, wo ihr eure Dateien drin habt. Das ist einfach jetzt mal mein Ordner. Hier geht ihr her und öffnet das Ganze im Terminal. Also wenn ihr Linux habt, im Terminal öffnen. Wenn ihr Windows habt, drückt ihr Shift, also groß schreiben und dann Rechtsklick. Und dann steht hier auch in der Kommandozeile öffnen oder sowas ähnliches. Und jetzt gebt ihr hier mal ein gcc-v. Dann wird euch die Version von gcc ausgegeben und ihr könnt checken, ob das alles funktioniert hat. Gcc ist der Compiler, den wir für C brauchen. G++ ist der, den wir für C++ brauchen. Okay, so, das war jetzt der sehr komplizierte Teil. Jetzt wird es alles ein bisschen einfacher. Die Kommandozeile lasst ihr am besten so offen. Okay. Was wir jetzt noch in dem Ordner machen, ist, wir legen einfach eine neue Datei an, ein leeres Dokument. Und nennen das, keine Ahnung, zum Beispiel first.c. So, jetzt haben wir hier eine C-Datei erstellt und das ist quasi schon unser erstes Programm. Jetzt macht ihr hier einen Doppelklick drauf und dann öffnet sich normalerweise der Texteditor. Ansonsten nehmt ihr einfach den Texteditor, also einfach wirklich einen Texteditor nehmen, einfach Editor eingeben. Achtung, nicht Word benutzen, sondern einen Editor. Also einfach Editor eingeben, dann funktioniert das Ganze. So, und jetzt können wir hier drin C programmieren. Und dazu werden wir jetzt einfach mal ein Hello World schreiben, wie immer. Das macht man ja normalerweise immer am Anfang, um zu checken, ob alles funktioniert hat und so weiter und so fort. stdio.h werden wir inkludieren. Achtung, bei euch kann es sein, dass es nicht alles so schön bunt leuchtet, aber das macht nichts, das funktioniert trotzdem. Ihr könnt ja auch einfach alles nachtippen, ihr braucht keine Angst haben. Das werden wir alles noch durchgehen, was das jetzt genau ist und wieso das jetzt da steht. Werdet ihr alles noch verstehen. Jetzt geht es erstmal darum, dass ihr alles zum Laufen kriegt. Das ist nämlich das Schwerste normalerweise. Hello World. So. Und jetzt ein Ausrufezeichen, Backslash N und gut ist. So, und jetzt machen wir hier noch ein Return 0. Achtung, die Semikolons hinten dran habe ich natürlich gleich mal vergessen.
Semikolon hinten dran, nicht vergessen, ganz wichtig. Hier auch ein Semikolon hinten dran. Und ja, das war es auch schon. Das ist euer erstes Hello World Programm. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ausführen. Dazu wechseln wir wieder in dieses Terminal, was wir gerade schon vorhin benutzt haben. Und jetzt ist es so, dass wir einfach gcc eingeben müssen und dann den Namen der Datei. Also wir haben das Ganze hier first.c genannt, also geben wir first.c ein. Wenn ihr Tab drückt, dann, also unter Linux zumindest, dann habt ihr eine Autovervollständigung. Ansonsten gebt einfach die Datei komplett an. So, jetzt drücken wir hier Enter und jetzt sehen wir, dass hier nichts mehr passiert ist. Jetzt haben wir hier noch eine zweite Datei, die nennt sich a.out. Die bringt uns jetzt nicht so viel, aber, also wenn ihr hier Doppelklick drauf macht, passiert hier im Prinzip gar nichts. Ihr seht zumindest nichts. Aber wenn wir die jetzt im Terminal ausführen, dann kriegen wir eine Ausgabe. Und zwar sage ich jetzt hier einfach ./a.out. Wenn ich das jetzt ausführe, also wieder mit Enter, dann kriege ich hier ein Hello World raus. Wunderbar, funktioniert super. Und ja, damit habt ihr eure erste Ausgabe in C geschrieben. Achtung, das war jetzt noch kein C++. C++ ist eigentlich eine Erweiterung von C, die das Ganze noch ein bisschen moderner gemacht hat. C ist eine sehr, sehr alte Sprache, die noch nicht mal Klassen und so weiter kann. Aber was das alles ist, das erzähle ich euch alles noch und erkläre ich euch dann logischerweise auch. Okay, ja, das war's zur Einleitung mal und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.